Willkommen zurück hier bei My Memory of Us. Ja, wir sind, oder haben wir ja in der letzten Folge dann am Ende gesehen, wie wir mit dem Moped sozusagen wieder zurück sind zu unserem Opa oder uns auf den Weg gemacht haben, sagen wir mal so. Und ja, was wir jetzt erleben, das werden wir sehen. Wahrscheinlich wenig Gutes, wie ich dieses Spiel kenne mittlerweile. Für mich ist es leider schon ein bisschen hinterher, dass ich aufgenommen habe. Okay, dürfen keine roten Leute rein. Gut, das ist ja natürlich klar. Okay, die. Fuck. Okay, müssen wir uns wahrscheinlich beeilen. Ja, er kommt dann. Oder müssen wir hinter ihm her vielleicht direkt? Das heißt, wenn er sich jetzt umdreht. Genau. So. So. Nein, scheiße. Okay. Ja, ich meine, ihr merkt, da bin ich nicht so gut. Nein, 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 nein. Komm da weg. Dass sie sich auch, ja gut, andere Sachen raussuchen, ne? Ich meine, die Oma und die Opa von der letzten Folge, die hätten uns ja wenigstens irgendwie Klamotten geben können oder so. So, ne? Hätten sie machen können. Da kommen hier ganz viele. Oh. Okay, die sind da. Der dreht sich bestimmt noch um, genau. Scheiß. Wie sollen wir das denn machen? Können die vielleicht führen? Weil sie kann ja. Da kommt er jetzt dahin. Jetzt dreht er sich einmal um. Ach, ich. Okay, ich weiß wie. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ah, nee, noch nicht. Das wird wieder schwer. So, jetzt. Nein, das war zu wenig. Oh. Okay. Naja, aber habt ihr gesehen, wie ich meine, ne? Also jetzt so quasi. Dann bis zum roten Kegel gelaufen, wenn der sich umdreht, durch, also bis zur Mitte stehen bleiben und dann hoffen, dass er uns nicht entdeckt. So. Und rein. Okay. Da sind sie beide. Da sind sie so. Okay, dann könnten wir raus, dann rechts weg. Und da könnten wir dann hinten durchgehen. Alles klar. Okay. Na gut. So. Ich bin so doof, ne? Okay, nochmal das Ganze. Nein, 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 nein. Da habe ich zu früh gedrückt. Okay, bis hier können wir. Bis hier können wir und durch. Ui. Okay. Ja. Jetzt nicht wieder zu früh drücken. Jetzt raus. Durch, 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 durch. Und durch. Und hoch. Junge, Junge, Junge. Okay, nach hinten können wir nicht mehr. Der Weg ist abgeschnitten. Na, überall die Bomben. Alles machen die kleinen Assis hier kaputt. Mal plündern, was das Zeug hält. Kleine Mädchen sucht ihren Teddybär. Hinten werden die ganzen. Guck mal, die ganzen Leute, die kennen wir doch alle.
Steht hier vom. Das sind die ganzen Koffer von den Leuten, die in das. Ja. Die in das Lager transportiert worden sind. Da scheint der rote Koffer zu sein. Boah, und dann die Musik dabei, ne? Ne, da ist das nicht drin, was wir brauchen. Sie sucht ja ihren Teddy. Arbeiten wir uns jetzt hier hoch, die ganzen Koffer von den ganzen deportierten Leuten. Oh Mann. Und dann das Geweine noch im Hintergrund. Doch, da ist so der. Da ist der Teddy drin. Mit den Bildern. Oh Mann, ey. Genau, wir müssen wieder zurück. Steht sich ja von selbst. Er trauert um die. Gestorbenen. Da hinten werden sie deportiert. Oh, Scheiße. Waren wir doch auch. Ja, hier war die Schneiderei, wo wir ganz am Anfang. War wirklich ganz am Anfang drin waren, glaube ich. Auch wieder eine Erinnerung. Ja, ich glaube, wir sind so langsam dann doch am Ende vom Spiel dann angekommen. Das war noch hier, ne? Radio, ich scheine sie auch. Ich weiß nicht, ob der Opa sich hier versteckt hat. Wie gesagt, mit den Erinnerungen müsst ihr mir mal sagen, ob ihr das sehen. Oh nein. Oh nein, ey. Nee. Ach, nee. Her grandfather was gone forever, and we were alone, underground. Hiding away from the horrible noises above, what was going on up there? Though the odds were terrible, the people fought back. Even though some said it was hopeless and much too late. Their weapons were puny compared with their oppressors, but their spirits hadn't been totally crushed. They fought on, but there was no escape in the end. The last of the red folk were rounded up and taken away. We heard terrible noises as we squeezed through the sewers. I heard the full story much later. I also heard that there was truth in the old rumors we'd heard of the people beyond the wall. People who could change your color. Ja,
finde das richtig blöd mit dem Opa. Aber ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Menschen, die ihre Farbe ändern konnten. Das sieht auch aus wie ein Rätsel. Warte mal. Kann die irgendwas machen? Nee. Aber er auch nicht, oder? Oder kann er da... Achso. Yo. Alles klar. Das schafft er da nicht. Shit. Ey, beim ersten Mal ist er einfach perfekt stehen geblieben. Nein! Beim ersten Mal hat das auch so gut geklappt. Ach, fuck. Ach, das ist doch dieser letzte Schritt. Ich denke, ich muss nochmal nach rechts, nach links, um da richtig reinzukommen. Kack die Wand an. Was? Na gut. Diesmal. Diesmal. Okay, ich muss, glaube ich, eher einen Schritt weiter nach rechts gehen. Genau, lieber so stehen bleiben. Nein, nicht so. Ach, das ist doch... Aber da schafft das auch nicht durchzurennen dann. Eins, zwei, drei. Boah, das ist doch schon wieder so ein Ding. Das nervt doch schon wieder. Boah, ey. Jetzt in der letzten Folge gab es doch so ein Ding, wo ich auch so tausendmal verkackt habe. Das könnte er schaffen. Ja. Oh, fuck. Boah, nö, ey. Und immer wieder ganz von vorne. Ja, klar, Alter. Ja, boah. Und da muss man natürlich auch pixelgenau steuern. Ey. Ey, boah, Alter, jetzt, also... Ey, meine Fresse. Also wenn du musst wirklich haargenau stehen bleiben. Wenn du meinst, du gehst nochmal zurück, um das auszugleichen... Keine Chance, dann wirst du sofort erwischt von dem Scheißding. Dann wirst du sofort erwischt. Und hast dann auch so keine Chance. So, ey, ich hätte schon. Das gibt's doch nicht. Ey, Mann!
ist doch eine Ficke, ey. Wahrscheinlich kommt danach nochmal so ein Ding. Oder kann sie dadurch vielleicht? Dass er einfach hier steht. Ja, sie kann das wahrscheinlich dann nicht sehen. Nee, hier geht da nicht durch. Ah, warte mal. Warte mal. Vielleicht muss er noch gar nicht dadurch. So. So, komm mal mit. Ja, warum dann nicht gleich so? Opa. Meine Fresse. Boah, das war... Gut, diesmal war ich dann zu doof. Muss ich leider zugeben, ist leider so. Boah, nö. Okay. Okay, aber dadurch kann er jetzt natürlich deutlich entspannter hier durch. Auch schon mal was Feines. Na gut. Immerhin. So, jetzt kann sie nämlich hier unten davor schießen. Zack. Und dann für ihn das hier wieder ausmachen. Oder einfacher machen, sagen wir mal so. Genau. So. Und dann kann er sich hier hinstellen, das für sie eben hell machen, dann kann sie da durchgehen und dann von unten da eben beziehungsweise das Ding hier hochfahren. Können wir hier links irgendwas machen? Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal das richtig abgekackte Rätsel. Und ich habe schon Kaffee auf, nur weil ich das gemacht habe, ey. So. Und so. So, jetzt geht's los. Jau. Was bewegt sich denn jetzt? Ach, die Kugel. Ja klar, die Kugel. Natürlich. Was passiert, wenn die da reinläuft? Jau. Ist klar. Ist klar. Ja, genau. Okay, das heißt, die muss erst da unten hin. Also erst hier auf den da. So. Nein. Oh. Boah, zum Glück ist das nicht ätzend, ey. Das wäre traurig, ne? Wenn das ätzend wäre. So, jetzt müssen wir einmal drehen. So. Vor allem, ich muss den genau auf das Ding da schießen. Ist klar. Fuck, das war knapp. Ja, Jungs und Mädels. Das wird eine lustige Herausforderung werden, sage ich euch. Ich
hatte von einem Rätsel gelesen, was, was so kacke sein soll. Ich glaube, wir haben es gefunden. Und wie wir es gefunden haben. Ich kann das Ding doch so gar nicht so schnell drehen. Wie soll das denn gehen, ey? Ist da irgendwie eine clevere Methode für? Hey, wo ich die dann? Nee, dann, da, jetzt komme ich ja gar nicht mehr da raus. Okay. Boah, sowas hasse ich ja schon in echt. Aber da, und da hast du wenigstens noch ein bisschen Kontrolle über den Ball. Boah, das gibt's doch nicht. Der war doch perfekt. Ich meine, das Gute ist, wenn ich ihn getroffen habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich ihn danach nicht noch einmal treffe. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, shit. Falsch gedreht. Oh, jetzt ist es natürlich... War das clever? Nee, ne? Das war nie gut, ne? Oder war das gut? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Jetzt komme ich nur andersrum hier wieder rein, ne? So, das ist ja... Das ist ja super. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Pass auf. Nein, das muss schneller gehen. Okay, wir machen... Ah, jetzt pass auf. Jetzt kommt Trick 17. Hoffentlich. Boah. Alles klar. So, da war doch easy. Zack. Zack. Wer hat denn hier vom... Wer hat denn hier von scheiß Rätsel gesprochen? Hm? Das war doch easy going. Ja, ich dachte schon, da kommt jetzt noch mal einer davon. Dann wäre es auch für mich zu viel gewesen. Ja, aber ich sag mal, an dieser glorreichen Stelle können wir einmal kurz eine Pause machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von My Memory of Us. Bis dahin, auf Wiedersehen.